mein Name ist Henrik Imholze. Wir bewirtschaften einen Betrieb hier im Thüringer Becken mit 1200 Hektar Druschfläche, Getreide, Raps und Körnermais. Und wir haben neben dazu noch einen Sonderkulturbetrieb mit rund 200 Hektar Spargelanbaufläche. Und wir haben im letzten Jahr diese Maschine gekauft, weil wir nach einer Maschine suchten, einer Feldspritze suchten, mit der wir auch im Spargel arbeiten können. Und Agrifac hat uns da eben mit dem VertiPlus und auch mit dem Condor eigentlich eine sehr, sehr gute Lösung angeboten. Wir haben insgesamt 8.500 Hektar mittlerweile mit der Maschine gespritzt. Und ich muss sagen, die Erwartungen, die wir im Vorfeld oder die ich im Vorfeld an die Maschine hatte, sind voll und ganz erfüllt worden. Dank auch der völlig unkonventionellen Hilfe auch von Agrifac. Also wir sind damit sehr, sehr zufrieden. VertiPlus, von der Funktion her ist es so, wir haben vier Düsenstöcke in vier verschiedenen Höhen. Die sind variabel einstellbar. Also ich kann die höhere variieren, ich kann auch den Anspritzwinkel der Düsen kann ich verstellen und bin damit auch sehr variabel. Derzeit nutzen wir drei Düsenstöcke zur Fungizidapplikation und den unteren haben wir jetzt genutzt zur Applikation von Herbiziden im Spargel nach den ersten Erkenntnissen und Proben, weil das war ja nur schon eine neue Sache. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend, ähnlich gut wie mit unserer alten Maschine. Insofern sind wir damit erstmal sehr zufrieden und auch hier sind die Anforderungen, die wir hatten an die Maschine und auch an dieses System und auch die Erwartungen, die ich hatte, sind eigentlich bis jetzt sehr, sehr, sehr gut erfüllt. Ich bin damit sehr zufrieden, auch mit der Entscheidung, mich für eine Maschine zu entscheiden, die beides kann. Also wir sind damit sehr zufrieden. Durch die GPS-Teilbreitenschaltung hätte ich nie für möglich gehalten, aber haben wir doch auch eine Flächeneinsparung, die wir sonst doppelt gespritzt haben, zwischen 10% und 15%. Das bedeutet natürlich auch eine Kosteneinsparung und eben auch Mittel und auch Belastungen, dann negative Belastungen auch für die Umwelt und auch für die Kulturpflanzen, die sonst doppelt bearbeitet werden. Wir haben bewusst, um möglichst viele Möglichkeiten zu haben, eine 25 cm Düsenabstand gewählt, mit einer AB-Schaltung aus der Kabine schaltbar. Und wir haben mittlerweile festgestellt, dass wir die Düsenbestückung, so wie wir sie haben, brauchen. Also sind alle Düsen zum Einsatz gekommen, in verschiedenen Kombinationen und Variationen. Und es funktioniert tadellos, ist eine sehr komfortable Sache. So wie es ist, sind wir sehr, sehr zufrieden damit.